Neunfacher österreichischer Snowboardmeister, dreifacher europäischer Meister, vierfacher World Pro Tour Sieger, zweifacher Weltmeister und Alpine Snowboarder of the Year. Martin von Ademetz verbringt sehr viel Zeit in Sibiu in Rumänien. Hier organisiere ich die Red Bull Rumänics Rally, das mittlerweile seit 19 Jahren und es macht mir sehr viel Spaß hier. Der 53-Jährige zählt heute zu den erfolgreichsten und einflussreichsten europäischen Profi-Snowboardern. All das reicht Martin jedoch nicht. Er organisiert abseits der Piste Abenteuertouren in Rumänien, wandert aus und organisiert dort eine der anspruchsvollsten Motorsport-Rallyes überhaupt, die Red Bull Rumaniacs. Eigentlich, weil meine Frau hier geboren ist und wir uns mal das Land zum Motorradfahren anschauen wollten. Und bei der ersten Ausfahrt habe ich mich dann gleich verliebt in diese Wildnis und vor allem auch in das große Abenteuer, weil hier gibt es keine markierten Wege oder gab es damals keine markierten Wege oder irgendwelche Karten. Die ersten Ausfahrten habe ich noch mit einer 1 zu 500.000 Pilotenkarte gemacht, also das war wirklich abenteuerlich und mittlerweile hat sich natürlich sehr viel geändert. Und das Land ist auch entwickelter und touristischer geworden. Und aufgrund der relativ schwachen Besiedlung in den Bergen ist auch diese Motorsportaktivität möglich, die wir hier machen. Ein Rennen wie Red Bull Rumaniacs in einer besiedelten Gegend wie Österreich oder Schweiz wäre sicherlich undenkbar. Aber hier sind hunderte Kilometer oft noch kaum besiedelt. Und daher ist man hier niemandem im Wege und kann die Natur auch mit einem Motorsportgerät genießen. Eigentlich komme ich aus der Snowboard-Welt und da war ich mehrmals Weltmeister, Europameister, Sieger der World Pro Tour und habe dann aber auch immer schon sehr viel Motorsport nebenher gemacht. Bin einige Male auf der Dakar-Rallye gefahren, bin der einzige Österreicher, der die Dakar-Rallye auf allen drei Kontinenten bis ins Ende gefahren hat und habe auch sonst einige Enduro-Veranstaltungen selbst bestritten. Ich habe halt daraus halt dann den Beruf gemacht und mit Offroad-Touren angefangen und dann daraus ist dann die Red Bull Rumaniacs Rallye entstanden. Die Red Bull Rumaniacs hat sich zu der am international am stärksten besetzten Rallye entwickelt. Wir haben über 50 Nationen, die hier am Start sind. Rumänien ist einfach wirklich ein traumhafter Boden für diese Art von Veranstaltung und alle Leute, die hierher kommen, sagen, sowas gibt es bei uns nicht. So lange rauf, so lange runter, so lange Auffahrten, so lange Abfahrten. Das ist wirklich eine Spezialität für Rumänien und das macht dieses Rennen ganz besonders und natürlich auch ganz besonders schwierig. Wir sind hier in Heimatstadt, in Sibiu. Es ist auch die Geburtsstadt von meiner Frau und eigentlich ein sehr schöner Platz. Für mich ideal, weil es eine ähnliche Größe hat wie Innsbruck. Also nicht so groß, nicht so klein. Groß genug, dass man alles kaufen kann, dass es einen Flughafen gibt. Aber trotzdem ist man innerhalb von einer halben Stunde von der einen Seite von der Stadt auf der anderen. Und das ist genau die Größe, die ich gerne habe. Und sofort draußen in den Bergen. So schaut's, so braucht man das. So brauche ich das. Neben den felsigen Offroad-Rennen im Sommer plant Martin übrigens schon an einem Action-Winterkonzept. Er hat bereits einige Skilifte aus Österreich nach Rumänien gebracht und sie in Rumänien wieder aufgebaut. Aktuell gilt das noch als Anfängerressort, aber damit gibt der Profisportler sich nicht zufrieden. Sein Traum? Lange Skipisten wie in der Heimat, auch im bergigen Rumänien.